Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Heute mit dem Thema 3D-Druck. Ich bin Jakob und heute zeige ich euch die besten Tipps und Tricks für einen perfekten 3D-Druck. Heutiges Thema ist 3D-Druck und die besten Tipps und Tricks, wie man Fehler vermeiden kann und wie man die besten Ergebnisse dann erzielt. Diese Tipps und Tricks zeige ich euch dann, aber jetzt fangen wir mit zwei kurzen Interviews mit zwei Kollegen von der Hochschule, die noch mehr Erfahrung als ich haben. So, mein erster Gast hier ist meine Kollegin Isabel, die mir auch viel zum Thema 3D-Druck beigebracht hat. Hallo. Und meine Hallo. erste Frage ist, wie bist du eigentlich zum 3D-Druck gekommen? Ja, das ist schon eine Weile her. Ich habe 2015 hier im WinLab als studentische Hilfskraft angefangen zu arbeiten und habe da einfach auch die Technik des 3D-Druckens kennengelernt. Also erst als du hier dann angestellt wurdest. Genau. Vorher hatte ich damit Vorher leider noch kein. keine Berührung. Okay, hast du einen Drucker zu Hause? Nein, auch noch nicht. Aber vielleicht So später mal. fanatisch bist du nicht. Wenn man die Möglichkeit hat, auf Arbeit das ganze Thema, ja. Verstehe, ich habe ja auch keinen Drucker zu Hause, weil ich eigentlich hier auf dem Campus wohne, also verstehe ich das ja. So, meine nächste Frage. Was macht dir beim Drucken Spaß und was nervt dich dabei? Also vor allem Spaß macht es einfach, Teile, die man erstmal so in Gedanken und dann in einem CAD-Programm Ja. konstruiert hat, dann wirklich in der Hand zu halten. Seine Gedanken und seine Umsätze, also seine Ideen umzusetzen. Das finde ich auch immer cool. Einfach, man kann etwas digital erstellen und 2 Stunden später, also abhängig davon, wie groß das ist, kann man das einfach dann in der Hand halten und verwenden. Das finde ich auch super faszinierend. Ja, und was mich natürlich nervt, ist immer dann, wenn man die Einstellungen falsch gewählt hat oder das Filament leer ist, weil man nicht darauf geachtet hat, wie viel noch auf der Spule ist. Und dann kommt man nach Nach einem einem langen langen Tag. Da Tag. kommen wir zu meiner nächsten Frage. Ja, mit welchen Problemen kämpfst du denn am häufigsten und wo findest du die Lösungen dazu? Probleme, die häufig auftauchen, sind halt einerseits, dass man beim Drucken nicht darauf achtet, ob die Plattform gelevelt ist. Ja. Das erzeugt eigentlich regelmäßig Fehldrucke, dass man nicht darauf achtet, was die Qualität des Filaments sagt und die Menge des Filaments. Also dann läuft es halt leer Dass man oder den Druck startet startet und und 2 Stunden später feststellt, dass es doch nicht genug ist, was auf der Rolle ist, ja. genau. Oder auch, dass man zum Beispiel Supportstrukturen vergisst und der Druck dann natürlich je nach Objekt nicht schön wird. Ja, das kenne ich alles auch. Ja. Ja, genau. Also, und wenn du da so ein Problem hast und der Drucker nicht das macht, was du willst, wo suchst du dann? Also Ja, als was sind deine erstes, Lösungsansätze? ja, als erstes würde ich sagen, schaut man natürlich, hat man gelevelt, ist Filament drauf, Also zuerst das, eventuell. was du kennst, wo du weißt, wie das geht. Ja, und wenn Genau. da ein Problem einfach weiter besteht, suchst du dann einfach auf Google oder auf YouTube oder Genau. ja, Ja, mache ich dann auch immer. die 3D-Druck-Community ist so groß und in den meisten Fällen findet man immer eine Lösung. Das stimmt. Dann. Das stimmt. Und die letzte Frage, welche Tipps und Tricks würdest du denn unseren Zuschauern verraten? Tipps und Tricks fürs 3D-Drucken. Genau, zum Thema 3D-Druck. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist immer Leveling. Immer schauen, dass das ordentlich eingestellt ist. Wenn der Drucker gut eingestellt ist, dann läuft er auch gut. Und in Richtung Slicing würde ich jedem empfehlen, sich immer ganz genau zu überlegen, wie ist das 3D-Druckteil am Ende belastet und dann danach die Ausrichtung zu wählen. Dann der 3D-Druck ist ja schichtweise aufgebaut und dadurch haben wir natürlich auch eine kleine Schwachstelle. Die kann man aber eben ganz leicht beheben, indem man das Objekt dann einfach um 90 Grad dreht und damit Dass die man Druckausrichtung verbessert. schaut, wie es dann am meisten belastet wird Ja. und abhängig davon dann die Genau. Ausrichtung wählt. Dann danke ich dir für dieses Interview. Sehr gerne.
Mein nächster Gast ist Lars, mein Kollege hier vom Luftfahrtlabor und mein Lehrer und großes Vorbild beim Thema 3D-Druck. Und meine erste Frage ist, wie bist du eigentlich zum 3D-Druck gekommen? Mein damaliger Kollege meinte, ob ich einen 3D-Drucker hätte. Und ich meine, sowieso, brauche ich das? Und er meinte, ja, unbedingt. Und dann habe ich eine ganze Weile gesucht und den Grund gesucht, warum ich jetzt mir so einen anschaffen sollte. Und habe den erstmal nicht gefunden. Habe das eine ganze Weile beiseite gelegt. Und dann irgendwann waren es die 3D-gedruckten Flugmodelle tatsächlich, die mich dazu gebracht haben. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich dann irgendwann welche davon gedruckt. Aber das war bei Weitem nicht das Erste und es war eher so dann gegen Ende quasi die Krönung Okay. meiner Laufbahn im 3D-Druck, Dass du dann deine Modelle ausgedruckt hast. weil es mit das Komplexeste war, was man Okay, und was hast du da vorgedruckt? natürlich erstmal Sachen für den Drucker, Ja. also zum Verbessern, angefangen mit einem Das heißt, du furchtbar. hast einen Drucker zu Hause. Genau, ich habe mit einem Alles billigen klar. Kit angefangen, das war zu der Zeit so das Billigste, was man kaufen konnte, das war die große Überlegung. Den ist billiger und selber basteln oder quasi Prusa, den Platzhirsch, das Sinnvolle kaufen. Und natürlich, ja, ich könnte viel Geld ausgeben und Qualität dafür bekommen oder wenig ausgeben und am Aber Ende dafür sehr viel dann. Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Frust reinstecken und dabei aber lernen, wie es geht. Das war nicht Ja. unbedingt so alles bewusst, aber so kam es Den dann. Weg hast du gewählt. Genau. Schön. Ja, und was druckst du denn jetzt zu Hause? Nur 3D-Modelle für Flugzeuge oder irgendwas Na, Praktisches, was du auch zu Hause brauchst? praktisches Ja, also ich glaube mittlerweile das Beste, was ich je gedruckt habe, es ist total simpel, ist ein kleiner Trichter, der genau auf eine Tetrapack Milch passt. Und das ist unser Shuttle zu Hause, um den Biomüll runterzubringen. Diese Lifehacks, das liebe ich. Es ist total was Kleines, Billiges, es waren 3 Klicks in SolidWorks. Das war auch am Anfang nicht Sowas. zwangsläufig das Ziel, noch mit Cut großartig was zu machen, sondern eher eigentlich Thingiverse und Sachen gucken, die andere schon designt haben. Eben weil ich weiß, wie viel Aufwand da reingeht, ein funktionierendes Design zu Ja. entwickeln. Ja, du erzählst, dass das manchmal sehr anstrengend ist und dass du viel Zeit damit verbringst, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Machst du überhaupt noch Spaß oder ist das dann manchmal eine Qual? Ja, mitunter. Mitunter beides. Also es ist immer wieder mal schön, wenn man einfach nur eine Datei losschickt, vergisst zu warten, bis alles aufgeheizt ist und dann irgendwann, verdammt, der druckt ja. Ich renne mal fix hin. Oh, super, es funktioniert. Also das sind schon auch so Kennt jeder, erst nicht die glaube Momente, die immer hinhauen. Also es ist bei weitem nicht so. Aber wenn es klappt, dann doch immer noch mal kurz innehalten und sagen, ach, schön. Kenne ich ganz gut. Dann was sind so die Probleme, mit denen du am meisten kämpfst? Oder am häufigsten, was passiert denn? Ich glaube, die häufigste Ursache ist irgendwas nicht sinnvoll vorher eingestellt haben. Also eben nicht das Bett kalibrieren. Ja, Das ist, glaube ich, Leveling. so das Größte. Ansonsten alles andere, da ich sehr viel selber gebastelt habe, eben auch Verkabelung und alles nach und nach. Also mittlerweile ist von dem Drucker nichts mehr original. Vieles davon, was ich erstmal provisorisch hingebastelt habe, ist mir dann irgendwann auf die Füße gefallen. Ansonsten, ja, einfach mal sich Zeit nehmen, alles sauber einrichten, Ja. einfach vernünftig machen, auch im Slicer. Das ist die nächste Baustelle. Also, das eine ist das Basteln am Drucker, das Physische und die Elektronik. Und dann das Und nächste dann die die Software. Software, Und dann irgendwann kommt noch das Design, was auch entsprechend zum 3D-Druck passen muss. ja. Ja, nein, da habe ich auch die Erfahrung, dass man manchmal schnell irgendwas drucken will, dann schmeißt es in den Slicer rein, aber schaut nicht wirklich auf die Einstellungen oder wie das dann am Ende aussieht. Und dann startet man den Druck, kommt man am nächsten Tag und sieht, dass das nicht geklappt hat, nur weil man da die 2 Minuten nicht investiert hat und nicht genau geschaut Beziehungsweise noch bevor der Druck fertig ist, hat man eigentlich schon 2 Versionen weiter, hat. wo man schon wieder noch mehr was verbessert hat. So ist es. Also gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die du unseren Zuschauern da verraten wolltest? Ich glaube, Würdest? von ganz Anfang an sich entscheiden, will ich ein Werkzeug, was funktioniert, oder will ich ein Bastelprojekt und Ja. danach quasi schon mal den Drucker auswählen. Will ich halt selber modden und quasi wie früher den Golf 2 zur Tanke fahren und sagen, guck mal, was ich alles gemacht habe. Oder will man eigentlich einfach nur ein Werkzeug, was tut? Dann muss man am Anfang ein bisschen mehr investieren, hat dann aber ein solides Gerät, was rumsteht und kann dann eben sich auf anderes konzentrieren. Genau, das ist dann am Anfang und dann, wenn man den Drucker schon hat, worauf sollte man dann achten? Gibt es da irgendwas, was du Ja, während der Zeit gelernt hast? auch das geht beim Design los.
quasi das Ganze eben das Verfahren mit berücksichtigen. Das heißt schon im Okay, dass Design, man im weiß, Cut. wie das funktioniert und woran dann die Fehler liegen, die dann passieren. Genau. Beziehungsweise andersrum, was immer, glaube ich, ganz gut ist, wenn man nicht wirklich irgendwas so total Spezielles macht. Erstmal gucken, was haben sich andere schon ausgedacht und dann aus verschiedenen Ideen sich das, oh, das gefällt mir bei dem, das gefällt mir bei dem und dann das Das zusammenbringen. Beste daraus basteln. Genau. Und Schön. es haben schon verdammt viele Leute sich Gedanken gemacht. Ja. Gut, dann danke ich dir für dieses kurze Interview. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen auf diese Fehler ein bisschen genauer ein. So, das waren die Erfahrungen von Isabel und von Lars. Und jetzt werden wir uns die Sachen, die sie da angesprochen haben, ein bisschen genauer anschauen. Lars hat das Thema angesprochen, dass es wichtig ist, den richtigen Drucker auszuwählen. Das heißt, auf einer Seite steht da sein Bausatz. Das heißt, man baut den Drucker eigentlich zusammen, lernt dabei eigentlich auch, wie der ganze Drucker funktioniert. Aber dafür muss man da auch ziemlich viel Zeit, Mühe und manchmal auch Geld investieren. Aber dafür, wenn dann ein Fehler kommt, weiß man auch, woran das liegt. Auf der anderen Seite gibt es dann schon so einen fertigen Drucker, was man kauft. Und eigentlich ist das schon so ein Plug-and-Play-Gerät. Das heißt, man muss da nicht viel mehr verändern und grundsätzlich funktioniert da alles. Dafür ist es dann natürlich auch teurer. Was sowohl Lars als auch Isabel gesagt haben, ist Leveling. Eine häufige Fehlerursache und bedeutet einfach nur, dass unser Heizbett nicht gerade ist. Und bei unserem Drucker ist es relativ einfach. Es sind eigentlich nur ein paar Klicks. Bei dem Drucker, was ihr zum Beispiel beim Interview mit Lars gesehen habt, was da im Hintergrund stand, da ist es nicht so einfach. Da muss man das wirklich manuell alles einstellen. Hier ist es deutlich einfacher und das zeige ich euch. Hier geht man einfach auf dem Display auf Utilities, Calibration und dann Printing Surface Calibration. Dann geht man hier einfach auf Next und ihr seht schon, der Drucker macht eigentlich schon alles für uns. Da wird jetzt die Höhe abgemessen und hier auf beiden Seiten wird dann festgestellt oder abgemessen, ob alle Ecken auf der gleichen Höhe sind. Genau. Der fährt einmal fährt der da, dieser Druckkopf, einmal der andere. Die Werte werden dann verglichen und gleich kommt dann eine Ausgabe, die uns sagt, genau, die uns sagt, wie wir diese Schrauben da drehen müssen, um hier unser Heizbett gerade zu machen. Also hier geht man dann auf Next und da sieht man, sollte man das hier um so viel nach rechts drehen. So macht man das. Dann geht man hier auf Accept. Bekommt man hier die Anzeige für die andere Schraube. Also, und hier muss man das dann entsprechend drehen. Geht man auf Accept und jetzt wiederholt sich dieser Prozess. So geht das dann weiter. Man macht das so lange, bis man die Schrauben nicht mehr drehen muss und dann ist unser Heizbett gerade. Eine häufige Fehlerursache ist verstopftes Hot End. Das heißt, die Düse, die dann einfach verstopft ist, entweder durch Schmutz oder wodurch auch immer. Das ist so mein persönlicher Tipp. Man sollte immer schauen, ob die Düse sauber ist. Und ich zeige euch, wie man jetzt diese Düse sauber macht. Bei unserem Drucker ist es sehr einfach. Bei dem, was ihr im Video mit Lars gesehen habt, bei dem ist es ein bisschen komplizierter, weil man alles manuell steuern muss. Hier bekommt man alles auf dem Display angezeigt. Also, hier geht man wieder auf Utilities, auf Maintenance und Hot End Cleaning Assistant. Dann einfach auf
Next, dann die entsprechende Seite. Und genau, wenn wir unser Filament schon geloadet haben, dann müssen wir das jetzt entsprechend rausziehen. Wir haben den nicht, das heißt, wir können diesen Schritt überspringen. So, das erste, was wir machen müssen, was da steht, ist Remove Teflon Tube. Das ist hier unser Schlauch, das macht man einfach so. Hier muss man diesen Ring da ein bisschen so runter drücken und dann geht es schon relativ einfach. So. Das nächste, was wir machen müssen, ist dieses Reinigungsfilament hier in unseren Druckkopf reinzustecken und dann kommt es raus und damit wird dann die Düse gereinigt. Also genau wie einfach das klingt, macht man das auch. So kommt es rein. Und dann, da sieht man, kommt da blaues Filament zuerst raus. Jetzt schon ein durchsichtiges. Jetzt hier ein bisschen unterstützen. Genau, so sieht es dann aus. Dann muss man so lange drücken, bis da nur das saubere Reinigungsfilament rauskommt. Es ist immer noch ein bisschen blau, also werde ich jetzt weiter drücken, so lange, dass noch schmutzig ist. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, und jetzt geht man auf Next. Und jetzt wird es eigentlich ein bisschen gekühlt. Und danach macht man etwas, was man Cold Pull nennt. Das bedeutet, jetzt muss man noch immer noch das Reinigungsfilament reindrücken. Dann wird es gekühlt. Und danach muss man ja, also hier muss man jetzt kurz warten. Danach zieht man das einfach schnell raus und schaut, ob das sauber ist. Und diesen Prozess einfach so lange wiederholen, bis unser Reinigungsfilament einfach ohne irgendeine Verschmutzung aus der Düse rauskommt. Danach hat man die ordentlich gereinigt und kann man sich sicher sein, dass wenn ein Fehler passiert, dann liegt es nicht daran, dass unsere Düse verstopft ist. Ein Problem, mit dem jeder, der Erfahrung mit 3D-Druck hat, kämpft, ist irgendwas, was man Warping nennt. Auf Deutsch auch Materialverzug. Und es bedeutet nichts anderes, als dass, wenn man irgendein Stück hat, was man drucken möchte, der irgendwie eckig ist, aber muss auch nicht unbedingt sein, passiert ganz oft auch, auch bei runden Sachen, ist, dass das an einer bestimmten Stelle nicht auf unserem Heizbett haftet und dann kommt hier einfach so die Ecke rauf. Und das will man nicht. Hier kann man das auch schön sehen, bei dem Stück. Hier ist die Ecke ein bisschen so hochgegangen. Ja, und das will man natürlich vermeiden. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Einmal hier die Haftung verbessern. Das heißt, entweder Klebestift, das geht, haben wir hier. Sowas. Also das hier ist speziell für 3D-Druck, aber kann man wirklich auch mit normalem Klebestift machen. Oder mit so einem Spray, ist eigentlich ganz ähnlich wie ein Haarspray. Damit besprüht man einfach hier die Platte, also das Heizbett. Oder damit einfach ein bisschen so schmieren. Und die zweite Möglichkeit ist softwaremäßig. Das heißt im Slicer, wenn man den Druck vorbereitet. Wir benutzen zum Beispiel Cura und da kann man in den Einstellungen Adhesion auswählen. Und Adhesion ist nichts anderes als irgendwas, was die Haftung dann unterstützt. Das heißt hier zum Beispiel kann man sehen, das nennt man Brim. Wenn man das damit vergleicht, was nur so gedruckt wurde, ist hier noch diese eine Schicht dazu. Und die sichert dann, dass auch die Stellen, die
bei dem problematisch waren, auch dann auf dem Bett bleiben. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es da noch Raft. Kann man auch in den Einstellungen einfach auswählen, wenn man dann auf Prepare geht und sich dann in der Layer View das Ergebnis anschaut, dann kann man sehen, wie es am Ende aussieht. Ich kann persönlich sagen, Adhesion, also Plate Adhesion und entweder Raft oder Brim sind die besten Lösungen, um Warping zu vermeiden. Das nächste, worüber man sich schon vor dem Druck Gedanken machen sollte, ist Support. Also Stützstrukturen, die bei vielen Modellen notwendig sind. Zum Beispiel, wenn man sowas druckt, ist ein Halbmodell von einem Flugzeug. Und zuerst habe ich versucht, den so rum zu drucken. Da der Flügel natürlich höher als hier der unterste Punkt ist, braucht man hier irgendeine Art von Stützen. Und hier, wenn man sich das genau anschaut, sieht man auch die Spuren davon. Hier habe ich versucht, schon zu schleifen, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und es geht auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Das heißt, so kann dann ein Modell aussehen, wenn man die Stützstrukturen nicht wirklich richtig auswählt. Es gibt dann die Möglichkeit, das Modell anders auszurichten und dann entsprechend vielleicht auch die Supports vermeiden. Und dann habe ich das so gelöst, dass ich dann das Modell so hingestellt habe. Eigentlich ganz einfach, aber manchmal denkt man nicht drüber nach, wie einfach da eine Lösung sein kann. Also so und so braucht er vielleicht hier bei dem Triebwerk ein bisschen Support, aber sonst schafft er das auch ohne. Also das ist nur ein Beispiel, dass man sich auch Gedanken machen sollte, wie man das Modell im Slicer ausrichtet. Und das gilt dann natürlich für alle Modelle. Und wenn dann beim Drucken alles geklappt hat, kommt man zum letzten Schritt. Und das ist natürlich die Nachbearbeitung. Manchmal muss man eigentlich gar nichts machen und man ist schon damit zufrieden, was aus dem Drucker rausgekommen ist. Man muss bei manchen Modellen einfach nur die Plate Adhesion, was ich kurz davor beschrieben habe, also einfach nur hier Brim einfach so weg tun. Das ist ganz easy. Wäre ich hier dann ein bisschen schleifen, aber das ist dann alles. Aber es gibt auch kompliziertere Modelle oder es hängt auch von der Anwendung ab, wie das am Ende aussehen muss. Ja, ich habe da zum Beispiel diese Halbmodelle ausgedruckt für Versuche im Windkanal. Und bei Aerodynamik ist natürlich wichtig, dass die Oberfläche möglichst glatt und sauber ist. Das heißt, ich habe dann einfach möglichst ohne Support gedruckt, was ich im vorherigen Schritt beschrieben habe. Und danach habe ich das trotzdem noch schleifen müssen. Und das mit Schleifpapier. Ja, und danach kann man sich entscheiden, ob man das noch weiter bearbeiten möchte. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder lackieren. Dafür haben wir hier XTC 3D. Kann ich nur empfehlen. Es besteht aus zwei Komponenten. Die mischt man dann zusammen. Und dann mit einem Pinsel kann man das Modell so schön beschichten. Und dann kann man so was Schönes, also so eine schöne Oberfläche, kann man damit schaffen. Oder hier, das habe ich auch damit gemacht. Genau, und die zweite Möglichkeit ist dann einfach besprühen, also mit einem Spray. Acrylspray geht ganz gut. Oder einfach irgend so ein Farbspray. Und damit kann man natürlich auch die Farbe verändern, wenn man vielleicht das Filament mit der Farbe nicht hatte, was man sich gewünscht hat, kann man das dann mit dem Spray entsprechend verändern. Das waren die besten Tipps für den perfekten 3D-Druck. Ihr habt jetzt die Grundlagen gelernt, aber es gibt natürlich viel mehr, was man dazu sagen könnte. Isabel und Lars, die könnten sicher mehrere Tage darüber erzählen, was man beim Drucken alles beachten muss. Aber für heute war es, glaube ich, genug.
Ich hoffe trotzdem, dass ihr was Neues gelernt habt und mehr dazu vielleicht bei nächsten Workshops. Tschüss und bis zum nächsten Mal.